Einen wunderschönen guten Tag dort draußen und herzlich willkommen, liebe Community, zu einem neuen Video. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich, dass du geliked hast. Ich freue mich, dass du abonniert hast. Ich freue mich einfach, dass du dabei bist. Ich bin voller Motivation, gut gelaunt, wie immer. Ihr kennt mich. Und heute habe ich einen Kommentar bekommen von jemandem, der schon sehr lange dabei ist. Und ich freue mich immer, wenn ich so nette Kommentare bekomme und der einen Mehrwert für euch haben könnte. Unter dem Video kein Erstschlag im Wing Chun. Da wurde nämlich gefragt, das Video kann ich da oben einmal anblenden. Da wurde ich nämlich gefragt, ob es im Wing Chun überhaupt keinen ersten Angriff gibt. Also sprich, wir warten müssen, bis der Angreifer zu uns kommt. Interessant. Ne? Kann man sich angucken, wenn man das möchte. Solltest du machen und danach kommst du wieder hier hin und dann unterhalten wir uns mal darüber, was der Hans V. Dampf mir geschrieben hat. Blende ich hier ein. Der Helge hat recht. Nee, lass mal. Eine interessante Frage für mich wäre mal, da du ja schon sicher viele Auseinandersetzungen beruflicherseits hattest, wie reagierte der Körper? Wahrnehmung, Umfeld, bist du erst ruhig geblieben? Danach kam das Zittern vom Adrenalin. Wie entspannt konnten die Techniken ausgeführt werden? Viele Grüße. Ja, viele Leute, die mich kennen, wissen, dass ich berufsbedingt Zwangsmaßnahmen durchführen muss. Und das ist natürlich immer das letzte Mittel dessen, was man macht, also Ultima Ratio, wenn nichts anderes mehr geht, wenn Kommunikation nicht mehr ausreichte, dann wird das angedroht und wenn es nicht anders geht, dann muss eben eine Zwangsmaßnahme durchgesetzt werden, verhältnismäßig, nämlich so, dass bestenfalls ich mich nicht verletze, er sie nicht verletzt und alle glücklich danach ein Bierchen trinken gehen können. Jo, das wäre ideal, das wäre so schon schön, möchte ich mal sagen. Ja, wie reagierte der Körper, möchte der Hans gerne wissen. Das kann ich erstmal so beantworten, dass ich sage, es kam darauf an. Es ist nicht immer gleich. Es gab Situationen, da war ich total ruhig, alles gut, selbst wenn einer sehr aggressiv war, selbst wenn einer sehr aufbrausend war, hatte ich Situation, da war ich ruhig und gelassen. Es gab aber genau in ähnlichen Situationen das komplette Gegenteil. Das heißt, dass ich Angst hatte, dass ich genau wusste, jetzt gleich greift er mich an, schlägt nach mir, macht irgendwas. Und ich da schon angefangen habe zu zittern und ich rein durch die verbale Provokation, durch das Schreien, durch das Lautwerden, durch das Aufgebaren, Fäuste ballen, entsprechende Mimik, Gestik. Alleine dadurch gab es auch Situationen, wo ich wirklich, ja, ich beschreibe jetzt mal, ich denke mal, es war ein Angstgefühl. Ne? Ich habe angefangen zu zittern und wurde unruhig. Ich denke, das hat man von außen vielleicht nicht gesehen, aber ich selber habe es an meiner Körperreaktion gemerkt. Und da ist es eben die professionelle Art, sich davon nicht übermannen zu lassen, sondern sich selber runterzufahren. Das kann man lernen. Das kann man lernen. Das kann ich mittlerweile, also ich kann immer nur von mir sprechen und wie ich mich damit fühle, das kann ich mittlerweile sehr gut. Es gibt aber auch Leute, die können das nicht. Die lassen sich von ihrer Angst übermannen, werden handlungsunfähig. Ja, und dementsprechend sind sie dann auch nicht mehr gewappnet, wenn es dann zu einer Eskalation kommt. Also mein Körper hat da tatsächlich sehr unterschiedlich reagiert, bevor der Konflikt entstanden ist. Wahrnehmung, Umfeld, großes Problem. Großes Problem tatsächlich, auch das muss man trainieren,
In einer Konfliktsituation bekommt der Mensch einen Tunnelblick. Alle Leute, die das Video jetzt sehen und schon mal in so einer Situation war, in einer Schlägerei auf der Straße, irgendwie ein Konflikt, also wirklich nicht Spaß, sondern jetzt ist ernst, werden das vielleicht bestätigen können. Schreibt es mal in die Kommentare rein, würde mich interessieren, ob ihr das genauso seht. Aber man bekommt einen Tunnelblick. Das heißt, man nimmt die Umgebung rechts und links gar nicht mehr so wahr. Das ist eine natürliche Reaktion. Warum? Weil der Körper sich natürlich jetzt auf die Gefahr fokussiert und da ist Gefahr und alles, was rechts und links ist, wird jetzt für das Gehirn irrelevant und wird ausgeblendet. Macht ja eigentlich auch Sinn. Macht aber nicht Sinn, wenn wir uns berufsbedingt mit Konfliktsituationen beschäftigen müssen oder wenn wir uns auf die Fahne schreiben, ich bin Selbstverteidigungstrainer. Macht übrigens nicht nur im Bereich der Selbstverteidigung keinen Sinn, macht auch im Bereich des Schießens und Nichtschießens keinen Sinn. Also wenn ich Schießausbilder, Schießtrainer bin, macht das auch keinen Sinn. Denn der Tunnelblick schränkt mein Sichtfeld natürlich so ein, jetzt nehmen wir mal beim Schießen zum Beispiel, dass ich nicht mehr in der Lage bin zu erkennen, wenn mir plötzlich eine Person von außen in diesen Tunnel hineinläuft. Ein Unschuldiger. Einer, der einfach da rumspaziert, der es nicht gecheckt hat, dass hier gerade ein Konflikt passiert, dass ich meine Waffe gezogen habe oder. Das heißt, wir müssen lernen und trainieren, diesen Tunnelblick aufzufächern. Wir müssen also in einer Konfliktsituation dieses periphere Sehen wieder erarbeiten. Im Schießen und Nichtschießen funktioniert das Ganze oft mit einem sogenannten Scan, dass ich also bewusst gucke und mich bewusst umdrehe und mir auch die entsprechende Zeit dafür nehme, um genau das zu machen, meine Umgebung abzuscannen, zu schauen, ob alles in Ordnung ist. In einer Krisensituation, in einer Notwehrsituation möchte ich das ganz gerne machen, um eben zu schauen, ob noch Gefahren von außen herrschen. Sprich, der greift mich an, aber da hinten steht noch ein Kumpel von ihm und der schwingt gerade eine Eisenstange. Oder meinen Blick so weit aufzufächern, um zu erkennen, der greift mich an, aber ich gucke auch auf seine Hände, denn da hat er gerade ein Messer in der Hand oder einen abgebrochenen Flaschenhals. Das nimmst du sonst nicht wahr. Wenn du deinen Tunnelblick hast, nimmst du das nicht wahr, ob die Person etwas in den Händen hält. Wie gesagt, schreibt es in die Kommentare, ob ihr andere Erfahrungen gemacht habt. Das ist so die Erfahrung, die immer wieder geschildert wird, immer wieder gemacht wird. Und wie kann man das üben? Indem man das trainiert, indem man bewusst Konfliktsituationen herbeiführt. Also, ja, klar, ne, Leute, nicht auf die Straße gehen und Leute anmachen, sondern anpöbeln, sondern ne, ich mache einen sportlichen Contest, keine Ahnung, ich mache Burpees, gehe laufen ganz, ganz lang, Sprint und dann komme ich jetzt in die Situation, plötzlich taucht einer auf und ich muss bewusst auch darauf achten, was hält er in den Händen und so weiter. Und irgendwann dreht man sich um und muss vielleicht auch erzählen, was hat die Person in den Händen gehalten, welche Kleidung hat er angehabt, welche Schuhe hat er angehabt und so weiter und so fort. Das fächert den Blick auf. Also es geht ja nicht nur darum, was hält die Person in den Händen, sondern es geht ja darum, den Blick aufzufächern und so kann man das zum Beispiel trainieren. Und da muss ich sagen, das kann ich gut. Also für mich völlig befriedigend. Für mich ist das so, dass ich sage, ja, ich habe auch immer mein Umfeld eigentlich ganz gut im Griff. Zumindest was so vorne passiert, so ne, im peripheren Blick. Das ist in Ordnung für mich. Kann ich sagen, passt. So, wie war dann die Situation, wenn es dann zum Konflikt kam, währenddessen, also sprich, haben dann die Techniken noch funktioniert? Konnte ich die Techniken ausführen? Nicht immer. Ich sage zu 90%, ist jetzt einfach mal so, ne, nagel mich nicht auf den Prozent fest, aber ich sage mal zu 90% ja. Aber selbstverständlich hat es auch die Situation gegeben und ihr seht, ich bin gnadenlos ehrlich, wo Techniken nicht geklappt haben. Wo ich für meinen Kopf einen Plan hatte und gesagt habe, das mache ich jetzt. Ich habe Situationen auch im Kopf, wie ich das jetzt hier erzähle, bestimmte Situationen, die möchte ich jetzt aber nicht unbedingt wiedergeben. Das sind Situationen gewesen, die im Dienst passiert sind, wo ich dann aber festgestellt habe, das funktioniert nicht. Und jetzt kommt die Krux im Wing Chun-System. Ja. Denn im Wing Chun trainierst du immer mit Kettentechniken. Das heißt also, wenn der erste nicht funktioniert, der erste Plan, hast du immer noch einen zweiten, dritten oder vielleicht sogar vierten Plan sofort parat. Dann, was ich damit sagen will, du hast nicht nur ein Ding, auf das du fokussiert bist und wenn das nicht klappt, bist du völlig tilt, sondern du merkst, verdammt, mein Plan A, der für mich optimale Plan, funktioniert nicht, aber ich habe sofort eine Alternative parat. Und das ist super im Wing Chun-System. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Das heißt also,
selbst wenn in 10% der Fälle mein Plan A nicht funktioniert hat, hatte ich aber sofort einen Plan B, den ich umsetzen konnte. Und das, Plan B hat dann meistens, oder hat dann, mir fällt jetzt kein Beispiel, kein Fall ein, wo es nicht funktioniert hat, also Plan B hat dann funktioniert. Und das Schöne ist, also es ist auch völlig unerheblich, was so einige Leute dann manchmal in die Kommentare schreiben, mach mal lieber hier mit dem und dem und der haut dich weg. Also mich hat nie einer weggehauen. Ich hatte auch schon Situationen, da bin ich verletzt worden, ja. Es war eine 1:1 Situation, also wenn jetzt auch die Leute kommen und sagen, ihr seid ja nicht mal zu zweit, zu dritt. Nein, nein Leute, ihr wisst einfach nicht, wie das läuft. Seid mir nicht böse, ihr wisst nicht, wie eine Festnahme abläuft. Ihr habt keine Ahnung. Da bist du nicht zu zweit oder zu dritt dran. Nein, das ist eine 1:1 Situation, so einfach ist das. Ja, und ob da jetzt da hinten einer noch nebensteht oder nicht, spielt erstmal keine Rolle. Es ist und bleibt eine 1:1 Situation. Der zweite kommt dann dazu, wenn das erste gelaufen ist. Ne? Der steht ja nicht daneben und dreht Däumchen. Ja, oder schließen Wetten ab, wer gewinnt. Nein, aber natürlich kommen die dazu. Aber die Technik, die Durchführung dieser Situation, dieser Festnahme von mir aus, ist und bleibt erst einmal eine 1:1 Situation. Das wird so trainiert, Leute. So einfach ist das. Und das hat dann auch gut geklappt, muss ich sagen. Auch ich bin schon verletzt worden. Ja, ne? Passiert. Aber wir müssen jetzt mal sagen, ich bin nicht dienstuntauglich geworden dadurch. Mein Gegenüber ist nicht schwer verletzt worden. Alles im grünen Bereich. Alles im grünen Bereich. Kann ich heute nach über 25 Jahren Dienst auch so sagen. Ja, was kam danach? Warst du danach entspannt? Kam danach das Zittern, das Adrenalin? Das ist interessant, diese Frage. Muss ich wirklich sagen. Denn als ich diesen Kommentar gelesen habe, muss ich sagen, ja, wie war das eigentlich bei mir? Denn bei einigen Leuten ist das ja wirklich so. Da ist der Konflikt gelaufen und jetzt kommt das Zittern. Das gab es bei mir auch schon, ja, natürlich. Vor allem, wenn die Situation sich dann beruhigt hatte, die Kontrahenten auseinandergegangen sind und dass man dann so ein bisschen, ja, noch aufgebracht war und der Körper fährt ja jetzt wieder runter, ne? Die Emotionen sinken wieder runter und ja, das ist tatsächlich nicht ganz einfach. Das ist aber, wenn die Situation bereinigt wurde, sehr, sehr selten. Es ist dann eher so in Situationen, wo es nicht zu einem Konflikt gekommen ist, also zu keiner Auseinandersetzung. Ich glaube, das kann ich wohl eher sagen. Das heißt also, man hat eine verbale Auseinandersetzung, ne? Ah, und derjenige verlässt jetzt die Örtlichkeit, es kam aber nicht zu einem physischen Kontakt. Und dann ist man, dann hatte ich das schon mal, dass ich so ein bisschen noch dass der Adrenalin da war und so ein bisschen dieses Zittern sich eingestellt hat. Ich glaube, das hängt, vielleicht kann mir das hier einer besser erklären von euch aus der Community. Vielleicht ist ja einer von euch Neurowissenschaftler oder sowas, ja, und kann hier unten mal reinschreiben, womit das zusammenhängt. Ich glaube, das liegt einfach daran, wenn der Körper sich wieder beruhigt, also die Hormone abflachen und das Ganze wieder so ein bisschen ruhiger wird. Ich glaube, dass das so ein bisschen die Situation ist, wenn der Körper runterkommt, dass er dann noch mal so ein paar Signale ausschüttet. Ja, aber das hatte ich nicht nach einem physischen Kontakt. Das war dann eher so dieser verbale Kontakt. Der psychische Kontakt, sage ich jetzt einfach mal, der verbale Kontakt. Und wenn man dann auseinandergegangen ist, da gab es das auch. Ja, nicht immer, aber von prozentualen Anteil würde ich sagen, dass das, was du jetzt hier beschrieben hast, die Situation danach, dann eher so war, wenn es zu keiner Hauerei gekommen war. Glücklicherweise. Ne? Also jeder nicht geführte Kampf ist ein gewonnener Kampf. Also eigentlich alles gut, ne? Aber es war dann schon so, dass das dann so, keine Ahnung, gewisse Emotionen ja heraufbeschworen hat. Ja, was wir hier besprechen, das sind alles normale menschliche Reaktionen. Ganz klar. Den einen beschäftigen diese Emotionen mehr als den anderen. Der eine ist besser trainiert als der andere. Der eine ist besser vorbereitet als der andere. Also wir sind alle Menschen und wir ticken zwar im Grunde sehr ähnlich, aber die Intensität, welche Auswirkungen das auf uns hat, das ist bei jedem recht unterschiedlich. Und das kann man trainieren. Und wenn du das trainieren möchtest, dann komm zu mir ins Training. Alles in der Videobeschreibung unten oder du wirst Kanalmitglied, auch unten drin. Oder du trainierst sogar schon irgendwo mit einem coolen Trainer, der dich weiterbringt. Dann
hau dir Equipment für dein Training, Sicherheitsausrüstung. Bei unserem Kanal Supporter U-Sports gibt es 15% Rabatt mit dem Code DOM15. Steht auch alles in der Videobeschreibung. Ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst, was ich gehört. Und dort werden jetzt neue Videos für dich angeschlagen. Trainier weiterhin gut und hart. Und Hans, dir danke ich für diesen Kommentar. Bis zum nächsten Mal.